Moin Moin, und da sind wir wieder. Dann wollen wir doch mal ab in die in den Weltenturm. Wer sammelt eure Verbündeten? Das machen wir doch dauernd. So, Gladium hat erstmal was zu sagen. Erstmal die. Viel zu reden jetzt mal. Ich sehe nichts am Himmel. Weiß nicht, was Squid ohne euch tun würde. Ihr würdet auch zurechtkommen, wenn Squid etwas passiert, aber Ercik? Squid will gar nicht wissen, wie ein Leben ohne Gladium wäre. No. So, Sizzle. Vielleicht sehen wir uns mal, wenn das Wetter sich heiterer gibt, Wegfinder. Ich habe Sehnsucht nach den Tagen, wo Isgar nichts mehr gefürchtet hat als Daktas Kochkünste. Witze reißen ist ja was Schönes, aber... Ich weiß, aber denken wir doch mal an was Angenehmes. Nur für einen Moment. So, links haben wir jetzt nochmal... Ich dachte, unsere Abenteuertage seien vorbei. Ich hatte mich an den Gedanken gewöhnt, die Welt nur noch vom Turm aus zu betrachten. Ihr freut euch über Schreibtischarbeit? Seit Ratasum habt ihr euch ganz schön verändert. Ich habe nie behauptet, ein guter Kampf würde mir nicht zusagen. Mit Betonung auf guter. Ich weiß nicht, ob der hier gut wird, aber spannend auf jeden Fall. Na dann... Bleibt nur Soja übrig. Hallo. Wegfinderin? Soja? Isgarn hat ihn selbst erbaut, als die Welt noch von der Natur und wilden Tieren beherrscht wurde. Sizzle, spürt ihr ihn noch da drin? Oh ja. Ich höre das Kratzen von Krallen. Bewegung. Echos. Kälte. Kryptis. Dann sollten wir uns beeilen. Und euer Sumpfkumpan hatte recht. Der Schleier teilt sich. Wie meint ihr das? Genau. Habt ihr was gesagt, Wegfinderin? Zum Kennenlernen den Bauer der Welt. Aber ich dachte, ich hätte was gehört. Alles in Ordnung? Ist doch normal. Vorsicht. Mir geht es gut. Augen auf! Zeit, echten Schaden anzurichten. Bin schneller als ein Centaur. Interessant zu beobachten, ob die Lachparade. Sie haben gut gegessen. Wir haben einen Zauberer verloren. Sie dürfen keinen Vorteil bekommen. Ich weiß nicht, unser kleines Licht hat recht. Bug ist, dass dann. Sascha ist noch ganz hinten. Ja, ich komme sofort. Achso, okay. Ich dachte, du hättest vielleicht ein Disconnect oder so. Nee. Kam so eine Lachorgie, die unheimlich lang gedauert hat. Stimmt mit Brillen. Nein. Katze in der Kante zeigen. Okay, doch Katze. Schnell. Auf der Maus setzen. Ja, auf die Maus. Schöne Zeiten mit Nach jeder großen Freunden. Schlacht treffen wir uns in der Bar. Cass und Jory genau, mit einem gemeinsam saufen. Graham bei seinem zweiten oder dritten Bier. Bewahrt euch diesen Gedanken. Ihr werdet bei seiner Wärme Zuflucht suchen müssen. Kommandeur! Alles in Ordnung? Soja, ich werde es erklären, versprochen.
Aber nicht gerade jetzt. Ist etwa einer von den da drin? Nein, im Moment nicht. Wer war denn das? Da müssen Sie schon härter zuschlagen. Ich werde euch zerbrechen. Auf Sie! Man lernt nicht. Ah, Iskan. Was macht ihr hier? Iskan? Wir sind's. Ihr scheint eine dicke Erkältung zu haben, mein Guter. Ja, er lacht nicht lange. Ja. Oh mein Gott. Kannst du jetzt einkaufen gehen? Mach ich mal die Steuererklärung, das ist das richtige Hintergrundgeräusch. Es gibt wohl eine Möglichkeit, es ein bisschen zu brechen, wenn man einfach mal an den Stein läuft. Oh. Ach, Katze. Wer lacht so lange? Zuerst dachte ich, das wäre ein Bug. Ach, komm schon, nimm dich auf die Tastatur. Komm schon. Nein. Das ist das Lachen deiner Katze. Ja, da denke ich auch. Ja, als Instanzöffner mal einfach weiterlaufen in das nächste Ding rein, dann könnte es sein, dass es unterbrochen wird. Das hoffe ich doch mal. Nee, nix. Nee, weil der Stern wandert nicht weiter. Einfach weiter auslachen lassen. Hier ist ein Gegner, vielleicht kann ich dir angreifen und dann. Auch nicht. Ey, das haben die doch nicht ernsthaft. Ja, jetzt kommt es schon, weil das Schicksal. Nein. Nicht Iskaren. Ihm nach! So, jetzt dürfen wir kämpfen. Iskaren, wir sind hier, um euch in unsere Mitte zu nehmen. So, mir scheint, ihr habt schon ohne mich genug Unterstützung. Mabon hat eine Wahl getroffen, als er die Wegfinderin dazu zog. Zuerst war ich dagegen. Allerdings... Mabons Optimismus hat mich umgebracht. Das ist schade. Aber er war nicht schuldlos. Ihr sprecht mit Verachtung von unserem Freund? Ihr seid schon länger hier. Beeinträchtigt, was immer das für ein Ding ist. Schlagt es nieder, bevor es in seinen Körper zurückkehren kann. Kern des Hasses. Erfrischend. Da müssen Sie schon härter zuschlagen. Dagegen, Iskaren. Was denn? Wollt du nur länger? Macht jetzt meine Macht. Fragt doch eure neue Wegfinderin. Mabons Andenken so zu beschädigen, wir müssen ihm auf den Fersen bleiben. Meint ihr, er ist? Er ist nicht ihr selbst. Da stimmt was nicht. Er ist. Ihr kennt doch Iskaren. Nö. Er kann durchaus streitbar sein, aber nie. Unhöflich. Ihr geht direkt zur Quelle. Wir dürfen ihn nicht aus den Augen verlieren. Und dann gehen wir mal weiter. So, jetzt Kryptis. Noch mehr Kryptis. Dahin sichten soll ihr. Spürt die Wut. Euch an diese Erinnerung. Ihr dürft nicht locker lassen.
hier rein. Offener Kommandeur. Glaubt ihr etwa, ihr helft ihnen? Glaubt ihr, ihr könnt irgendetwas ausrichten, außer noch mehr Leid zu verursachen? Hört nicht auf ihn, Wegfinderin. Mabon hat beschlossen, mir zu vertrauen. Ihr könnt das auch. Ich bin vielleicht kein Zauberer. Ihr habt die Welt an den Rand des Ruins getrieben. Euch muss besiegt die Manifestation des Egos, ohne bezwungen zu werden. Okay. Nicht gesehen, was die Altrachen mit jedem Zyklus zerstört haben, bla bla bla. Ihr habt den Terror, den sie verbreiten, nicht aus erster Hand erlebt. Ihr habt euch versteckt. Es gibt eine Grenze und die seht ihr nicht. Wie könntet ihr auch? Ich existiere am Rande. Ihr kriegt irgendwo da rund herum. Da fehlt mal die Sprache. So mittendrin. Das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Oh doch, der Wegfinder kann das und hat trotzdem die Welt gerettet. Ich fühle mich gut. Ihr verstaubter alter Griesgram, reißt euch zusammen. Reaktion. Werdet erstmal so alt wie ich und seht, was ich gesehen habe. Dann könnt ihr vielleicht anfangen zu verstehen. Eure Augen haben aufgeleuchtet angesichts der Paraden und Gesänge. Eine alte Nackt wollen wir ja nicht sehen. Verlasse diese Welt! Bleib weg von hier! Wir folgen. Er wird uns hören, Wegfinderin. Na dann. Je höher der Turm, desto länger der Fall. Okay, da muss man... Wir lassen euch nicht im Stich. Egal, wie widerborstig ihr euch aufhört. Ob ihr eure Freunde verunglimpft oder nicht. Die Wegfinderin hat an unserer Seite gekämpft und war auch für Mabon da. Im Gegensatz zu euch, Kurator. Mabon. Ja. Okay, jetzt haben wir erstmal eine Reihe von Gegnern. Wer ist das? Zeit, echten Schaden anzurichten. Sammelt diese Magie, schnell! Ja, ich kann die nicht nehmen, die Essenz hier. Dann auf ihn draufballern. Ach so, ja. Ballert sie auf ihn drauf und dann beschleunigt er und dann macht sie gleich noch die zweite drauf. Achso. Und zweite. Dann bewegt er sich ordentlich. Das wiederholt sich jetzt mehrmals. Okay. Zeit, echten Schaden anzurichten. Auf sie! Die Stärke des Todes. Da habe ich wieder Assistenz. Zack. Auf ihn. Am besten hinter ihn stellen und dann. Ich weiß nicht, ob das wirkungsvoller ist, aber. Ob damit du bist. Oh nein! Von der Erfolg ist weg. Warum? Na, ich lag am Boden. Ja, bei mir auch. Wisst ihr noch, wie ihr mich nachts gefunden habt? Da war was Böses. Mein Glaube war genauso gebrochen wie mein Körper. Und doch habt ihr mich aufgenommen. Jetzt lasst ruhig mal anderen den Beschützer spielen. Ich habe ja noch einen Charakter auf der Map. Ich muss die Story noch machen. Was mit allen die Story oder was? Nee. Nur mit dem Wichtigsten. Mit dem ersten bin ich auch schon durch. Das ging eigentlich ganz fast. Ich werde euch alle vernichten! Da ist die Essenz.
Okay, hier ist ein Stunts-Ende. Bitte, ich kann ihn nicht fernhalten. Wer ist es denn? Eparch? Viel schlimmer. Nein, es ist jemand anderes. Wie wollt ihr will? Still. Na dann. Durchs Portal. Ah, hier oben. Wie ihr euch windet. Hört auf. Ich möchte ja die Skarren nicht auf ein Podest stellen. Aber wir dürfen ihn nicht verlieren. Dacker und ich werden versuchen, das Ding oder das Wesen, das seine Klauen in ihn geschlagen hat, aus ihm zu vertreiben. Soja, Wegwinderin. Ihr beide müsst ihn ablenken. Ich bin dabei. Astralwache, macht euch bereit. Jetzt winkt es gar nicht, verdammt. Euer Geist, das Leben gibt euch Sterblichen so wenig. Das ist wohl wahr. Gut, ihr gebt euch hinter mich. Naja, mach ich. Nein. Ist ja gut geklappt. Naja, so. Nachos. Nachos. Nehme ich auch. Allmählich jetzt kommt wirklich genug hiervon. Schlag deine Zweite aus, Wegfinder. Ich komme. Tempel der Fehde. Oh. Oh. Achso. Mach ich morgen wieder, Tempel der Fehde. Wir sind alle crank. Mir war es also, der sich an meinen Gedanken zu schaffen gemacht hat. Wenigstens macht ihr optisch was hier. Wer hier von uns Heiler? Euch hier zu sehen. Im Tempel von Febe. Ah, okay. Das ist großartig. Febe war. Ich fühle mich gut. Der Beste von uns. Unsichtbar. Die Spitze seines linken Horns stieß oben an die Decke. Dann war er groß. Hier. Allein gegenüber Trier. Ich kann es nicht. Ich weiß nicht, ob ich. Wenn ich euch nur gegen seine Traum zu schweigen, dass ihr euch bewegen könnt. Leicht da drüben. Iskaren! Und dann gibt es da noch euch. Da müssen sie schon härter zuschlagen. Hey, wir machen Schaden. Auseinander, weg da, weg vom Lord, weg vom Boss. Ja. Aus dem Feld. Okay. Auslauf. Oder wegen dort, euch jetzt. Und eurem König sind gute Leute gestorben. So, ihr habt es versucht. Und seid dennoch gescheit. Bin schneller als ein Zuschauer. Da kommt nix, was kann euer Freund euch nicht mehr retten. Zeit, echten Schaden anzurichten. Zu töten, nur mit Hindernissen. Preis einfach als er stolperte, war ich schon bereit zum Sprung. Ihr habt Mabon umgebracht? Einer meiner liebsten Kameraden hat ihm den Todesstoß versetzt. Der Schmerz des Zauberers war wie Nektar für mich. Ich konnte Iskaren nur einen Hauch meines Augenblicks loslassen. Lange genug, dass er Zeuge der Tat wurde. Aber nicht lange genug, um zu handeln. Okay, der heilt da aber auch echt immer wieder stark. Spürt die Wut.
Berg treffen immer mit diesem Angriff immer in dieselbe Richtung. Da kann man halt dann nicht ausweichen. Zu den interessantesten gehört. So, jetzt werde ich gefressen. Ich konnte euren Neuzugang durch den Schleier hindurch riechen. Rechtschaffen und doch gedämpft. Peter. Sagt mir, wen habt ihr als letztes umgehangen? Den Champion eines Altdrachen. Isgarens Entschlossenheit war auch schon saftig, aber nicht so gut wie jemand, der schon das Ende geschmeckt hat. Und was wollt ihr mit euren neuen Champion anstellen? Zum König bringen? Ich weiß noch nicht. Ebrich hatte ja schon, was er wollte. Den Zauberer. Das soll also euer Opfer werden. Ihr seid ganz schön neugierig, Schwester. Aber nicht doch. Ich freue mich bloß. Ich sollte euch danken, dass ihr mir die Mühe erspart. Eparch ist ein Dummkopf. Und ihr genauso. Geht's los. Ist eure letzte Warnung, Peter. Steht auf. Gemeinsam. Rauslaufen. Ja, wenn's dann geht. Ach, oder gerade Dodge. So. Oder Dodge. Genau. So. Mehrere Leute in die grüne Kugel nicht weglaufen. Dann in der offenen Welt genau umgekehrt quasi. Nur was betrifft. Da laufen alle grünen Kugeln ineinander. Gut, machen wir die erste Verkörperung. Der erste ist weg. Wieder raus. Ja. Ihr müsst ihren Schmerz teilen. Ich brauche nicht mein. Was macht ihr eigentlich? So. Verzweiflung. Ja, okay. Also deswegen haben wir jetzt große Felder, ja? Wenn wir jetzt den richtigen umbringen, haben wir jetzt keine großen Felder mehr. Okay. Aber wieder kleine Felder. Also in der Angriffsmission gibt es ein richtiges Ranking für welchen Boss, welcher Reihenfolge. Ja. Wenn der sich aufteilt. Vermeidet seinen Blick. Tötet es, bevor sie eins werden. Boah, erst zweimal gemacht. Kann man durchdodgen. Man kann da durchdodgen. Scheiße. Nein, ich hätte nicht heilen sollen. Ich will euch nicht helfen. Ich kann mich nicht mehr bewegen, wieso nicht? Soll ich da halt haben? Ja, das war das Problem. Scheiß Rennerei. Wir hätten richtig geheilt. Ja, brauchen wir nicht, das ist ja gegen Kraft. So, die Kugeln, die von außen kommen, einfangen. Einfach durchlaufen. Achso, ja. Oh, und dann wieder auseinander. Genau. Zurück! Den Kugeln nach außen weg. Gut. Ihr müsst ihren Schmerz teilen. Mit diesem Charakter ist es halt ein bisschen schwieriger. Okay, Schaden machen wir auch gerade gar keinen. Und jetzt wieder schön im Kreis verlaufen und Schaden. Diese verschiedenen Schnell jetzt. Schaden anzurichten. Wurde Unterstützung. Oh, das hat weh. Lasst sie nicht in seine Nähe. Ein. Ach, da sind wieder Kugeln. Von außen die Kugeln und die Gegner wegmachen. Die außen sind, die boshaften. Ja. Die heilen den man nicht wieder hoch. Die hab ich gar nicht wahrgenommen hier. Die waren so dezent.
können wir da wieder Schaden. Kugel. Grün ineinander, grün ineinander, ineinander laufen. Und jetzt wieder zack und klatsch. Das Ende ist nah. Kriegen wir gerade noch so einen Schaden auf. Ja, komisch. Außen wieder die Kugeln. Ja. Durchlaufen. Spürt die Wut. Fallen. Aus. Da hinten schaffe ich es nicht hin. Das Grüne vielleicht passt zu ihm auch. Der Typ, der das Grüne hat, vielleicht. Ich weiß es nicht. Der teilt sich auch nicht mehr. Nee. Ja, das macht er normal nach live. Also. Ja, das war ziemlich gut. Da müssen Sie schon so, bei mir hat sich die Flieger gerade verabschiedet. Okay. Aus die roten Finger da einsammeln. Also langsam fühlt sich das nach einer Endlosschleife an. So, jetzt mit dem grünen Feld mal an ihn ran. An ihn ran. An ihn ran mit dem grünen Feld. Also dann kann man wieder. Weil sie sagt, kann man auch nicht. Werden, aber dann teilt er sich ja eigentlich. Ja, jetzt hat er sich geteilt. Ja. Endlich. Aber Boos halt weg. Achso, Boos halt, okay. Ich hab grün. Auseinander. Ah, jetzt machen wir wieder Schaden. Quatsch. Lotzi, hörst du uns noch? Oder? Ja, aber das Spiel hatte sich verabschiedet. Ich bin wieder in-game, aber ich komme natürlich nicht zu euch jetzt, weil ihr in der Instanz seid. Okay, dann machen wir die gleich nochmal. Ich glaube, das sind jetzt wirklich die letzten 6 Sekunden, die wir haben. Tja. Offensichtlich hatte ich auf den richtigen Champion gesetzt. Gut gekämpft, Wegfinder. Ich weiß nicht, ob wir das ohne euch überlebt hätten. Vielleicht nicht. Wir sollten hier nicht so verweilen. Eberich hat vermutlich alles mit angesehen. Dieser Riss bringt uns zurück zum Turm. Bestimmt wollen sie ihren Zauberer wiederhaben. Und ich muss euch um einen Gefallen bitten. Sollen wir jetzt wirklich Instanz betreten? Nee. Wir wiederholen jetzt ja mit Lotti. In der Welt verbleiben und dann aus der Instanz raus? Nee, geht nicht. Das ist das Tor. Also unten habe ich mein Dings da. Ich habe hier Klick für Instanz verlassen schon. Unten rechts. Nee, ich hab's nicht. Ich auch nicht. Warte, ich kann doch GG machen. Auch nicht. Ich kann hier jetzt nur Instanz betreten. Was anderes kann ich nicht. Ja, dann mach das doch. Genau. Da waren ja nur 2 angezeigt. 3. Ja. Gerade noch zu nur dritt. Die coolen halt. Die guten Jungs. So, aber ich sage mal, vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns weiter, wenn wir gemeinsam hier durchkommen. Bis denn, ciao, ciao. Tschüss.